Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perfect World International mit dem Pascal. Hi. Und dem Ekalavia. Hallo. Der Ekalavia sitzt hinter mir im selben Raum. Wir benutzen dasselbe Mikrofon, deswegen hört ihr ihn wahrscheinlich so ein bisschen komisch, aber er ist auf jeden Fall anwesend. Ja, anwesend und bereit. Und unsere scheiß Schrift hängt mit uns immer noch vor den Augen rum, aber wir haben nicht ganz Stalli. Mir nicht. Nein, der Pascal ist immer noch irgendwo da oben. Da oben bei Ätherklinge. Aber wir hoffen, dass wir dieses Mal endlich in die Mittelstadt kommen. Oh, er kann mich mitnehmen. Okay. jetzt ist die Schrift nicht mehr vor unseren Augen. Wo muss ich denn hin? Weiß ich nicht. Ich will nicht wissen, was ihr da treibt. Wir treiben böse Dinge. Ja, ganz böse. Ja, ganz, ganz schweinische Dinge treiben wir hier. Müsst ihr aber zensieren, ne? Ja, wir packen so ein Balken davor oder sowas. Also ich muss, glaube ich, in die Folge packen, so dass es so plus 16, nee, plus 18 Folge ist das, glaube ich, mittlerweile schon. Bei den Sachen, die wir machen. Such dir irgendeine Quest aus und flieg uns am besten dahin. Irgendwie. Also, wir hoffen, dass wir irgendwann hier zu dieser Stadt da hin müssen, können, sollten. Das ist alles so weit. Aber, Okay, das nicht. Bambusdorf, ja, Bambusdorf ist gut. Bambusdorf? Ach nee, wir sind... Bambusdorf? Wir sind doch gar nicht beim Bambusdorf. Was redet der für einen Scheiß? Wer? Hier meine Anzeige. Oh. Ach egal. Wir haben vor, die Quests so ein bisschen abzuarbeiten. Ja, das sind nicht gerade wenige. Richtig. Prinzipiell, also erstmal gucken, was die ganzen Quests einem überhaupt für Erfahrungspunkte noch einbringen. Hallo? Gib mir das bitte. Quests? Hallo? Da. Da war doch. Heißt das irgendwas Bestimmtes, wenn die Quest rot angezeigt wird? Wahrscheinlich war das eine Quest, die auf Zeit lief und du hast das halt nicht in der Zeit geschafft oder so, keine Ahnung. Weil drei Quests werden bei mir nämlich rot angezeigt. Schmied, Chimären, Älteste und Apotheke. Du musst dir am besten mal durchlesen, was die da von dir wollten. Und... Warte mal. Ich glaube... Ja, ich muss von dir runter. Wenn ich mit dir reden will. Wo bist du denn? Hä? Ich bin hinter dir. Hinter mir, ja. Der Jungfernflug, Abzeichen der Mutter. Ach, wir haben keine fertigen, oder? Nee, wir haben keine fertigen. Wir können bei dir eine Quest annehmen. Also ich zumindest. Achso, Questliste voll. Stimmt. Kann nicht verendet werden. Nee, warte mal, das heißt, dass ich auch Quests abgeben kann, wenn diese Schriftrollen... Wenn die Schriftrollen zu sind, dann kannst du da welche abgeben. Wenn die offen sind, dann kannst du welche annehmen. Ich habe aber nur offene, also ich kann bei der keine abgeben. Ich kann aber jede Menge andere Quests abschließen, zum Beispiel Apotheker. Wo auch immer diese Apothekerin ist. Achso, da unten, okay. Das sind die Berufe. Ja, ist schon klar, aber ich dachte, die schicken einen ja auch manchmal zu Apothekern irgendwo im übernächsten Dorf oder so. Keine Ahnung. Ach, habt ihr auch so eine leuchtende Schatzkiste hier oben rechts, links? Oben links? Nein. Oben links im Bild? Nein. So eine leuchtende Schatzkiste? No. Und nicht. Bei Level 10, Level 15 kann ich schon abholen, cool. Level 10 beendet, Level 15 beendet. Ah, Hilfe, was tut es? Ich renne schon wieder gegen Wände. Ich liebe sowas ja. Oh. Heiliger. Mensch, da vorne kann ich eine Quest abgeben. Bei der Apotheke. Hä? Lauf doch dahin. So. Ach Mensch, ich versuche jetzt immer mit Rechtsklick die Leute anzuvisieren. Ach fuck. Zu viel LOL gespielt die letzten Tage. Oh Gott, LOL, ey. Ja, das hat mich gemacht. Das League of Legends Fieber hat mich gepackt. Ich check dieses Spiel gar nicht. Hilfe. Ah, oh mein Gott. Aua. Wo ist das? Schmiedschan? Ist da hinten irgendwo. Das finde ich nicht gut. Miholi ist auch da oben irgendwo. Nein, das will ich nicht. Ich kann zu dir hoch nach Aether klingen. Ich kann da eine Quest abgeben. Ja, viel Spaß beim Laufen. Wache Yi, wo ist denn die? Ein bisschen weit, im Skorpionental. Ne? Ja, ist alles ein bisschen weit irgendwie gerade. Der träumende Älteste.
Och, ich will doch keine 3 Stunden fliegen, um dahin zu kommen. Bambusdorf-Häuptling, Wache liegen. Muss Wache liegen. Sprechdurchfall? Dass man hier als Magier ein Schwert hat, ist normal, ne? Ja, das verstärkt quasi deine Zauber, sozusagen. Aber ich glaube, es gibt ja immer so magische Waffen irgendwie, keine Ahnung, muss man beim Schmied irgendwann bei Gelegenheit vorbeigucken. Vielleicht kann der dir da irgendwas Besseres anbieten. Boah, das mit dem Laufen haben die jetzt gefixt, ne? Dass du da irgendwie so um die Ecke laufen kannst, aber beim Fliegen, da fliegst du immer noch gegen Wände. Das ist wirklich blöd. Tja. Wo wollte ich jetzt hin? Wache Yi. Da wollte ich hin. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ist doch gar nicht wahr. Wache Ling. Da unten. Da ist sie. Oh, mein Sound ist wirklich ein bisschen laut. Dein was? Mein Sound. Ach so. Aber habe ich das eigentlich schon eingestellt? Einfacher Schmied? Ach, Geschenk der Wache. Okay. Ich habe euch noch nie gesehen. Seid ihr das erste Mal hier? nein. Aber... Boah, ihr habt 10 Hipsra-Käfer getötet. Ich denke, ihr werdet noch sehr nützlich für uns sein. Und wenn Rovalia einen guten Start zu haben, solltet ihr mit der Ältesten sprechen. Sie wird euch helfen. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich mit der Ältesten spreche. Dankeschön. Jetzt hat die aber Quest ja schon. Der verletzte Dorfbewohner. Ach, die schnell vorbei. Das funktioniert. Habt ihr auf dem Weg hierher einen ängstlichen Dorfbewohner gesehen? Warum? Ich habe hier gestartet. Auf welchem Weg hierher, bitte? Er könnte sich an der Straße östlich der Stadt befinden. Ich glaube, ihm ist etwas zugestoßen. Könntet ihr mal nach ihm sehen? Ja, passt. Wo ist er? Da. Eka, wo bist du? Ich bin weit da unten. Okay, dann haben wir uns jetzt erstmal ein bisschen aufgeteilt. Ja, ich wollte irgendwo anfangen, eine Quest abzugeben. Das Problem ist aber auch bei uns mittlerweile, wir sind ein sehr hohes Level und... Sind wir? Sind wir. 16 ist für das Anfangsdorf eigentlich relativ hoch, sage ich mal. Stimmt. Oh, der perfekte Questmeister hat was für mich. Da kommen wir mal leicht durch, den Anfang. Die Tierverwalterin hat auch irgendwas für mich. Mein Gott, jeder hat irgendwelche Anliegen an mich, ey. Ich bin so viel Aufmerksamkeit nicht gewohnt. Die mögen mich alle. Moment mal, Tellus ist doch ganz unten. Die Erdwächter haben in einem weit entfernten südlichen Land gelebt. Wir heißen alle willkommen, die bereit sind, Alliierte zu sein. Wenn ihr wollt, werde ich die Teleportation für euch aktivieren. Wollt ihr, dass ich sie aktiviere? Nein, nicht jetzt, danke. Lande ich irgendwann unten in Tellus und komme nicht mehr zurück. Ist ja noch weiter. Nee, ist nicht so weit. Von euch, zumindest von mir. Ja, wollte ich gerade sagen. Von dir ist es einmal quer über die Map. Am anderen Ende. Zum ängstlichen Dorfbewohner, genau. Und das ist schon wieder... Oberkohlenstapel. Ja, ist klar. Kohle. Kann man immer gebrauchen. Natürlich. Für Fackeln und zum Braten. Was habe ich denn eigentlich im Inventar für ein Stuff? Aero-Ausrüstungsumtauschbeleg. Wenn noch länger hättet ihr den Namen ja nicht machen können, ne? Ach, ich habe immer noch jede Menge von diesen XP-Fruchtdingern. Was? Immer noch? Ja, ich habe noch 7 Fantasiefrucht. Früchte. Ich glaube, die geben einem ja 5000 und scharlachrote Früchte habe ich auch noch ein paar. Also prinzipiell, wenn ich die alle einsetzen würde, wäre ich schon viel, viel zu hoch für dieses Anfangsgebiet. Ich meine, die Quests, die bringen mir ja auch... Was bringen die mir jetzt hier an Erfahrungspunkten, warte? Ich habe rot, habe ich... also Scharlachfrüchte habe ich 3. Ja, die bringen mir noch... 450 Erfahrungspunkte, das ist jetzt nicht mehr so das Wahre. Aber die anderen habe ich jetzt nicht. Ey, wir müssen mal anfangen, unsere geistigen Bildungsquests zu machen. Gerne. Geistige Bildungsquests? Ja.
Das ist gerade, das ist aus, vor allem für Magier sehr wichtig. Ja, dann trifft es mich ja am meisten. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Mein Freund wurde von einer Jadeboa gebissen. Was für ein Loser. Kriegt man ihn in der Hauptstadt oder wo? Hä, wo ist der? Hier liegt niemand im Sterben. Nein, nein, du hast, wenn du deine Questliste öffnest, dann hast du da so gelbe Quests. Die oberste, da steht geistige Bildung dabei. Ja? Ja. Da ist man gar kein... Doch, hier. Ja. Das sieht aus, wärst du bereit. Die musst du machen, die sind wichtig. Okay, ich habe schon angenommen. Wir haben im Dorf kein wirksames Gegenmittel, bitte helft mir in die Stadt eigentlich zu finden. Ich kann nicht mehr lesen. Klingt, als sei Eile angebracht. Ich bin schon auf dem Weg. Weißt du, ich darf wieder zurück zur Apothekerin. Das ist ja wundervoll. Laufe ich diesmal einfach, bin ich wahrscheinlich schneller. Oder? Ausgezerrte Fußsoldaten. Ist auch ein guter Name. Ist mir jetzt egal, ich laufe. Im Sauseschritt. Hey Calavia, du bist im Bambusdorf, richtig? Ja. Komm ich gleich auch noch hin. Ja. Soll ich hier auf euch warten? Uns? Ja, du kannst auf mich warten, das wäre nett. Ich komme dann gleich auch dahin. Hast du auch noch so ein paar Früchte übrig? Ich habe keine mehr von denen übrig. Echt? Warum habe ich noch so viele? Wir sind aber auch Level 16. Ja, ja, wir sind alle Level 16, aber irgendwie, ich bin gerade etwas ratlos, wo ich die denn dann her habe. Naja. Was mache ich denn damit eigentlich hier? Wählt einen Aeropod aus, der euch gefällt, zum Verwenden rechtsklicken. Ja, Oh, da oben. Ah. Bestätigen. Oh, nice. Gib mir. Apothekerin, Quests. Er ist schon der Sechste. In letzter Zeit wurden so viele Leute gebissen. Meine Medizin wird knapp, aber meine... Keine Bange, trag nur etwas Blut vom Käferkönig auf die Wunde auf und er wird wieder genesen. Nach dem, was ihr mir berichtet, dürften 10 Fläschchen Blut reichen. Da steht etwas Blut und dann brauche ich 10 Fläschchen davon. Soll ich den damit baden oder was? So, jetzt habe ich andere Flügel. Viel coolere Flügel. Ach, ich muss die Käfer? Ne, ich werde jetzt erst zum Bambusdorf. Wie kommt man nochmal vom Schwert runter? Indem du wieder unten auf das Fliegensymbol klickst einfach. Ah, oh, guck mal, ich hab voll die coolen braunen Flügel jetzt. Ja, die hab ich auch. Wuhuhu. Bin ich damit jetzt schneller? Ich weiß es gar nicht. Einmal quer über den Fluss. Handy. Kann man sehr gut hören. Wupp, wupp. Facebook. Meine Mama. Wundervoll. Immer diese Störung während der Aufnahme, Mensch. Das habe ich nicht. Ruhig. Das ist alles Absicht. Ich will die Welt auch an meinem Privatleben teilhaben lassen. Nein, nicht, aber egal. Irgendwie wäre es auch dazu gezogen. Eben. Das war jetzt nicht so geplant. Idiot, Mann. Hier im Chat, im Weltchat unten. Idiot, Mann. Ja, das ist ein guter Name, also. Bubble. Oh, Bubble-o. Fantasie. Ja, ne? Aber ich wünschte, ich könnte irgendwie so ein bisschen beschleunigen, ey. Ich glaube, ich muss hier mit dem Teleporter-Fritzen reden. Dann muss ich nicht immer über den scheiß See hier fliegen. Das Problem ist doch, dass es... Geld kostet. Nee, viel nicht. 1000, oder? Nein. Kostet das so viel? So Blödsinn. Ich weiß es aber gerade gar nicht. Scheiße. Oh, der andere heißt Idiotism.
Die sind so gut. Okay, es ist... Ach Mist, jetzt haben die Fritzen ja auch noch Quests für uns hier. Ach. Ich habe auch noch welche, die ich annehmen kann. Quests zu geben und gibt eine Quest ab und kriegt 2 bis 3 neue. Will ich aber nicht. Ja, ich habe jetzt erstmal immer 20 Quests und die werde ich jetzt erstmal alle abarbeiten. Ja, wir müssen mal gucken. Ich glaube, viele davon brauchen wir auch einfach gar nicht mehr zu machen, weil ab... Ja, eben... Ich glaube, ab 20 oder was war bringen, das? Ne? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ab einem bestimmten Level werden wir auch dazu aufgefordert, dann in die Hauptstadt zu fliegen. Ja, dann sollten wir es ja auch da machen. Auf jeden Fall. Ereigniskalender? Spiegelblumenschatz. Ach, das sind... Ah, ich verstehe. Hier kann man auch Instanzen machen. Sollen wir? Ich weiß nicht. Verfügbar ab Level 100. Okay, hat sich erledigt. Wartet, ich muss mal gucken für unsere... Ja, ab Level 15. Aber da steht, verfügbar ab Level 15 bis 105. Naja. Versuchen wir später mal irgendwie rauszufinden. Eka, wo bist du? Unter dem Dorf. Unter... Unter dem Dorf? Ach, da unten bist du. Dann komme ich mal zu dich. Was machst du denn da hinten? Warten auf dich. Sollte ich doch. Richtig. Aber ich wusste nicht, dass du da unten bist. So. Das Aussehen von den Monstern wird auch immer schlimmer. Wieso? Die sehen jetzt total seltsam aus. Tun sie das nicht immer? Mein Inventar ist voll. Nicht. Inventar voll? Das hatte ich auch noch nicht. Ja. Meine Tasche. Meins kann, glaube ich, so schnell gar nicht voll werden. Dafür habe ich viel zu wenig. Das sind schon wieder jede Menge Stuff, den ich verkaufen könnte. Aua! Ich werde angegreift. Oh. Hier hat jemand seinen Loot liegen lassen. Machst du jetzt hier die Quest von diesem Bambusfritzen oder was? Ja, ich sollte hier nicht. Was denn? Diese geistige Bildungsquest mache ich. Ach so. Habe ich angeklickt. Ausgezehrte Verräter sollte ich töten, aber hier sind keine. Warte ganz kurz, dann muss ich die Quest ja auch erstmal annehmen. Beziehungsweise ich muss erstmal zu dem Windelfen-Einsiedler. Ich habe die ausgezehrten Fußsoldaten. Ausgezehrte Fuß. Mein Gott, das sind auch Namen, ey. Ja. Wie kommt man auf sowas? Ja toll, ich sammle den Loot ein und du erhältst den. Was soll das denn? Ja, ist der Nachteil in der Gruppe. Sauerei. Ich will gar nicht mehr mit euch in einer Gruppe sein. Oh, wir sind so weit entfernt, ne? Dass ich euer Loot ja, kriege, richtig. Oder? Ja. Ich glaube, du kriegst auch gar nicht wirklich was von uns. Weder Erfahrungspunkte noch Loot, aber wir wissen wenigstens, wo du bist. Ja. Weißt du, die hauen immer so viele 100.000 Updates und Patches und was weiß ich für einen Scheiß raus, aber die Melodie ist immer noch dieselbe. Richtig. Warum ändern sie die nicht mal? Da wollte ich gerade immer mit mir befreundet sein. Oh, das ist aber schön. Wir haben zu wenig Leute um uns herum. Mit uns will keiner befreundet sein. Das Coole an diesen geistigen Bildungsquests, die Questrollen, die haben so einen roten Rand. Daran erkennt man die. Also wenn man bei den Charakteren ist. Ja, gut. Dann muss ich jetzt ausgezehrte Verräter töten. Alles klar. Bin ich zwar hier, aber ich sehe keinen.
Ich habe wieder so Schmetterlinge um mich herum fliegen. Wo ist eigentlich meine Elfe? Oh, hinten. Hinter mir. Ich komme, ich komme. Hier oben sind die, aus der, auf dem Berg. Komm schon, stirb endlich. Geht doch. Sieben? Ah, da. Hast recht.